Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will anknüpfen an den Beitrag von Herrn Kollegen Weiß. In der Tat sollten wir bei gerade den Beziehungen zu unseren Nachbarn das Gemeinsame, das Verbindende zwischen den Fraktionen in den Vordergrund stellen. Und es macht auch keinen Sinn, sozusagen jeweils immer das Rad neu zu erfinden. Deshalb habe ich mich schon etwas gestoßen, muss ich zugeben, an den Formulierungen Ihres Antrags, die von ersten Schritten sprechen und damit ausblenden, was es an Vergangenheit, egal von welcher Landesregierung die vorher gewesen ist, gegeben hat. Auch die schwarz-gelbe Landesregierung von 2005 bis 2010 hat gut mit unseren Nachbarn zusammengearbeitet, hat Arbeit geleistet, auf die dann die Nachfolgeregierung hat aufbauen können. Gar keine Frage. Deshalb sollten wir das gemeinsame Verbindende an der Stelle in den Mittelpunkt unserer Anstrengungen stellen und rate dringend dazu, auch aktuelle Entwicklungen mit einzubeziehen. Der Ministerpräsident hat ja einen Auftaktbesuch in den Niederlanden gemacht. In den Niederlanden gibt es eine neue Regierung, die ein neues Regierungsprogramm hat. Das lohnt in der Tat, sich das näher anzuschauen. Insbesondere im Bereich von Umwelt- und Klimaschutz setzt die neue Regierung hier bedeutende Schwerpunkte, auch weil es Rechtsverfahren in den Niederlanden gegeben hat, die einzelnen Bürgern Klagerechte zugestehen, wenn es darum geht, Klimaschutz auch tatsächlich durchzusetzen. Und natürlich haben wir mit unseren belgischen Nachbarn bestimmte Interessenslagen, die intensiv neu zu diskutieren sind, auch was die Verknüpfung der jeweiligen Energieerzeugung und Energienetze angeht. Wir setzen natürlich auch darauf, erneuerbaren Strom aus Belgien und den Niederlanden zu beziehen und umgekehrt vielleicht auch die Leitungen zu verbessern. Also es gibt Themen, die neu hinzukommen zu den alten. Sie haben einige in Ihrem Antrag angeschnitten und die gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn ist für Nordrhein-Westfalen lebensnotwendig, für die Menschen und auch für die wirtschaftlichen Beziehungen und die Beziehungen auch über die Grenzen hinaus. Deshalb, wir unterstützen den Grundimpuls, raten dazu, im Ausschuss das zu vertiefen, vielleicht auch aufgrund eines Berichtes der Landesregierung anzuknüpfen an das, was bisher geleistet worden ist, und neue Herausforderungen gemeinsam anzugehen. In dem Sinne wünsche ich mir ein gemeinsames fraktionsübergreifendes Arbeiten an dieser Stelle. Davon zeugt ja auch, dass es eine neue Parlamentariergruppe gibt, nicht neu, sondern eine Fortsetzung der Parlamentariergruppe, insbesondere was die Zusammenarbeit auch auf dieser Ebene mit unseren Nachbarstaaten angeht. In diesem Sinne herzlichen Dank für den Antrag und den Impuls und die Hoffnung, daraus vielleicht einen gemeinsamen nach einer Ausschussberatung machen zu können. Herzlichen Dank.